Die Kommissare sind drei Brüdern auf der Spur, die mit Sprengstoff dealen. Beim Zugriff kommt es zu einem dramatischen Unfall. Hey, nein, nicht! Herr Holz, Ihr Bruder ist tot. Der dritte Bruder entkommt. Durch eine Komplizin erfährt er von dem tragischen Unglück. Wie tot? Ja, dieser Glatzkopf, der hat ihn umgebracht. Kommissar Grass gerät in die Gewalt des Bruders. Der schwört Rache. Kommissar Grass befindet sich noch immer in der Gewalt des brutalen Entführers. Der ist doch schon fast tot! Mann, ey! Wir brauchen den lebendig, verstehst du? Um meine Freundin von dem Bullen freizupressen. Deinen kleinen Bruder haben wir auch noch. Ist der dir scheißegal oder was? Willst du dem Deine Freundin ist mir scheißegal! Deine Freundin ist mir scheißegal. Um meinen Bruder kümmere ich mich schon, ja? Verstehst du nicht? Ja. Die haben Christian auf dem Gewissen. Das war aber der Glatzkopf, der Christian vom Dach geschmissen hat. Okay, der hat damit doch nichts zu tun. Das ist mir scheißegal. Wenn er nicht reden will, wie sein Dreckskollege heißt, dann muss er eben dran glauben. Von mir aus. Aber erst, wenn wir ihn nicht mehr brauchen, ist das jetzt klar? Wie dieser Glatzkopf heißt, das finden wir auch anders raus. Ja gut. Dann sagen Sie ihm nichts. Wir kriegen auch so raus, wo sich Ihre Komplizin aufhält. Du kannst sie wieder zurück in die Zelle bringen. Bis später mal. Tschüss. Mann, ist sie stur, oder? Ja. Naja, zumindest haben wir in ihrer Wohnung die restliche Beute und Plastiksprengstoff gefunden. Ja und? Was bringt das schon? Wir haben doch sonst nichts. Selbst der Laborleiter, der den Mädels den Sprengstoff besorgt hat, der mauert auch. Ja, Michael, kein Wunder. Er gibt dir die Schuld daran, dass sein kleiner Bruder vom Dach gestürzt ist. Ja, ich weiß. Jetzt müssen wir erst mal rauskriegen, ob der Laborleiter noch anderen Leuten Plastiksprengstoff besorgt hat. Und ob der irgendwo was gebunkert hat. Und wenn ja, wo? Vielleicht hat Gerrit ja schon von dem dritten Bruder was rausbekommen. Ich meine, die stecken doch eh unter einer Decke. Ah, hier seid ihr. Sagt mal, habt ihr eine Ahnung, wo Gerrit ist? Ich bin unten gerade seinem Fahrlehrer begegnet. Der ist ziemlich sauer abgedampft, weil Gerrit ihn versetzt hat. Wie, Gerrit hat ihn versetzt? Kann doch gar nicht sein, oder? Ich habe versucht, ihn anzurufen, aber er geht nicht an sein Handy. Mensch, da ist was passiert, hundertprozentig. Ja, komm, halt erst mal den Ball flach. Der Gerrit ist schon groß. Wir fahren jetzt erst mal zum Haus der Brüder. Komm. Okay. Irgendwo muss er doch hier sein. Gerrit? Hey, das klingelt. Es kommt von da. Michael, Blut. Ja, stimmt. Es kommt von unten. Hier ist dein Handy, Alex. Ruf so die Spurensicherung und Verstärkung. Ich guck mal, ob Gerrit hier irgendwo ist. Neuigkeiten für dich. Die wären? Ich weiß jetzt, wie der Bulle heißt, der deinen kleinen Bruder vom Dach gestoßen hat. Wie hast du das denn rausgekriegt? Beziehungen. Ich habe den Anwalt meiner Freundin kontaktiert. Nicht schlecht, Süße. Gar nicht so schlecht. Also, spuck schon aus. Nicht so schnell. Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt, jetzt will ich, dass du deinen erfüllst. Was für eine Abmachung? Jetzt tu doch nicht so. Das weißt du ganz genau. Wir hatten gesagt, dass wir den Bullen gegen meine Freundin eintauschen, sobald wir wissen, wie der Glatzkopf heißt. Nee. Die Abmachung war, dass wir den Austausch machen, wenn der Glatzkopf tot ist. Nicht vorher.
Mann, Axel, danach sind wir Mörder. Dann werden die Bullen garantiert nicht mehr mit uns verhandeln. Doch, dann erst recht. Du hast ja nicht mehr alle. Lebt er eigentlich noch? Probier's aus. Hey, Ulle. Hey, hallo. Lass mich doch zumindest schon mal einen Brief mit unseren Forderungen schreiben, okay? Jackie, ein Erpresserbrief ist viel zu gefährlich. Willst du den Namen jetzt wissen oder nicht? Mann, Axel, wir brauchen den Bullen, verstehst du? Wir brauchen den. Okay, okay, lassen wir ihn leben. Vorerst. Schreib deinen Erpresserbrief. Aber danach machst du ein paar Besorgungen für mich, ja? Was ist das? Sagen wir, es ist eine kleine Überraschung für unsere Locke. Also, Jackie, wie heißt die Sau? Wir werden sie hier nicht eher rauslassen, bevor sie uns alles gesagt haben, was wir wissen wollen. Mein Anwalt sagt, ich soll die Aussage verweigern. Ihr Anwalt, der interessiert uns nicht. Hier geht's nicht mehr um Einbrüche. Hier geht's jetzt um ein Menschenleben. Und zwar um das von unserem Kollegen. Wir haben sein Blut in dem Haus der Holzbrüder gefunden. Axel Holz und ihre Komplizin haben ihn entführt und ihm das hier angetan. Hier. Woher haben Sie das? Ein Kurier hat's gebracht, der von ihrer Komplizin beauftragt wurde. Für 50 Euro hat der Mann nicht viele Fragen gestellt. Aber er hat sie eindeutig wiedererkannt auf dem Fotobild. Verstehen Sie langsam, in was Sie hier reingerutscht sind? Meine Freundin würde sowas nie machen, wirklich nicht. Es war bestimmt dieser Axel. Axel Holz. Ja, Axel Holz. Ja, dann sagen Sie uns, wo er sich aufhält. Sollte unserem Kollegen irgendwas passieren, dann sind Sie dran. Ich weiß wirklich nichts. Mensch, denken Sie mal nach, alles kann wichtig sein. Vielleicht verstecken Sie sich im Sprengstofflager. Wo ist das? Ich habe keine Ahnung, ich war nie dort. Jackie war immer diejenige, die den Sprengstoff abgeholt hat. Wo können wir Ihre Komplizin denn finden? Ja, die ist vielleicht bei Oskar. Der hat so eine kleine Werkstatt in der Gleisstraße. Da schraubt sie manchmal an ihren Mopeds rum. Mit diesem Axel Holz ist echt nicht zu spaßen. Ja, guck mal, seine Bundeswehrakte. Was hat denn der gemacht beim Bund? Der war Sprengstoffexperte. Bis er dann entlassen wurde vor 3 Jahren. Unehrenhaft, weil er was von dem Zeug hat mitgehen lassen. Ja, jetzt wundere mich gar nichts mehr. Hey, wie konnte der Gerrit da alleine hinfahren, ohne den Typen mal vorher richtig abzuchecken? Mann! Wir können es doch jetzt nicht mehr ändern, Michael. Hey. Es ist besser, du gibst auf. Mal ganz ehrlich, meine Kollegen suchen sicher nach mir. Das kann schon sein. Aber das Einzige, was sie vorfinden werden, ist das hier. Das ist ein Zeitzünder. Hey, du bist ein Fuchs. Hey. Hey. Hier. Die restlichen Sachen für deine kleine Überraschung. Gut. Und jetzt schafft die Karre von dem Bullen hier weg, bevor die noch jemand sieht. Dein Motorrad hast du ja auch getauscht. Warum ich? Weil ich verdammt noch mal beschäftigt bin, ne? Ja, und? Ich bin nicht deine Sklavin. Du tust, was ich dir sage! Sonst was? Ciao. Die Kollegen lösen uns in einer halben Stunde ab. Die kommen eh nicht mehr. Ach, die muss doch kommen. Ach, und wenn nicht? Weißt du was, ich geh jetzt mal rein und red mit diesem Werkstattfritzen. Der wird dir doch nichts sagen. Ja, der wird schon, wenn ich mir richtig vorknöpfe. Das verspreche ich dir. Hey, warte mal. Gerrits Auto. Also, geht doch. Da ist die Tussi drin. Und was meinst du? Kannst du was machen? Das ist kein Problem. Ich falle die Fahrgestellnummer raus. Eine neue Farbe, neues Kennzeichen. So, und dann geht die Karre ab nach Weißrussland. Die findet kein Mensch mehr. Und die stellen auch keine blöden Fragen? Nee, aber wir stellen Fragen. Die Hände hoch. Hände hoch, los. Hey, aufs Auto. Die los Hände. Zum Wagen. Runter. Sind wir doch festgenommen. Ja, das sehen wir dann noch. Wo ist jetzt? Wo ist unser Kollege? So gut wie tot, das ist er. Was haben Sie mit ihm gemacht? Nichts. Aber der Psycho, der ihn hat, ja,
Der macht kurzen Prozess mit ihm, wenn ich jetzt da nicht wieder auftauche. Sollte ich also besser gehen lassen. So, auf geht's.